Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Sims 3. So, beim letzten Mal war ich ja damit beschäftigt, zuzusehen, wie eine Falle erfolgreich geklappt hat, und er eigentlich nicht dafür bestraft wurde, was mir eigentlich gerade eben auffällt, aber ansonsten hat er gestern seinen ersten Schullandtag, jedenfalls, naja, jetzt ist es halt eben soweit, und ich muss ja wirklich sagen, es ist interessant, er war noch nicht bei der Schule und hat Hausaufgaben dabei gehabt. Das muss ich mir mal wirklich durch den Kopf gehen lassen, weil das irgendwie gar keinen Sinn für mich ergibt. Aber okay, ich meine, es kann so sein. Ich weiß es wirklich nicht. Aber okay, beim letzten Mal habe ich auch ein paar Virussum gekriegt und damit meine ich ja nicht nur zwei mickrige, aber okay, wenigstens was. Das Bild ist wirklich gut. Carl Mayer würde nach der Schule gerne zu Tay Bayless gehen. Ist das okay? Nein, ich würde eine Bitch sein, indem ich ein bitchiger Elternpart bin. Was zum Teufel ist mit ihr eigentlich passiert? Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Benita hat ihr einen Bonus von 840 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Analytikerin für Düngemittel. Trotzdem würde ich gerne wissen, was zum Teufel mit ihr passiert ist. Das ist echt gut. Pflanzending. Das ist wirklich unnötig. Verdammt! Angesenkt. Okay. Ein Feuer brennt schnell, aber ein angesenkter Sim brennt sogar noch schneller. Okay, das ist gut. Vermeide also heiße Situationen. Wegen Arbeit. Sag ich auch immer, Arbeit ist tödlich, aber niemand will hören. Okay, verdammt, sieht die sexy aus. Garten mit den besten Düngern. Oder Dünge, Mitteln, Dünge. Okay, warum nicht? Warum nicht? Verdammt. Das ist wirklich originell. Die Klasse von Karl unternimmt morgen einen Ausflug an den Ort Mausoleum der Familie Jolina. Okay, ich habe hier ganz kleine Probleme. Jedenfalls, möchtest du die Erlaubnis unterschreiben, dass Karl teilnehmen darf? Er wird dann von eventuellen außerschulischen Aktivitäten freigestellt. Okay, warum nicht? Ja, ich muss mir wirklich gerade das Lachen verkneifen. Duschen. Okay, jetzt weiß ich, wo das Problem lag. Leute, ich habe das ja total vergessen. Ich glaube, ich habe Techtelmechtel genommen, anstatt Baby machen. Mit Bonita plaudern. Ja, in dem Zustand wird es sicherlich, wie soll ich sagen, lebenslustig drauf sein. Jedenfalls, ich will jetzt erstmal diesen Wunsch erfüllen, dass ich irgendetwas für 500 Simoleons kaufe, was sicherlich gleich unnötig ist. Wie wär's mit einer Wand? Ja, genau, das muss sein. Familieninventar brauche ich nicht. Eine Mauer brauche ich. Nur ist die Frage, welche. Geh sterben, Tutorial. So, hier Zäune. Ich wäre dann am besten. Am besten irgendetwas, was wie ein Gefängnis aussieht. Ich kriege jetzt nicht direkt dieses Gefühl. wie sieht's aus mit Zaun der Freiheit? Sicherlich bestätige ich nur. Sieht interessant aus. So viel kann ich schon mal sagen. Vielleicht tut's auch nachher ein anderes Holz. Also damit meine ich die Farbe. Wie sieht's jetzt aus? Hoffentlich tue ich den Wunsch damit erfüllen, weil das würde mich sonst ein klein wenig wütend machen. So, rüber damit. So, lala. Und hier noch zumachen. Sehr gut. Sieht doch schnucklig aus. Okay, was kann ich denn hier noch für Türen reinsetzen? Bauenturm? Ja, okay, ich schätze mal, das funktioniert nicht so, aber okay. So, erstmal hier, erstelle eine Farbe. Da geht irgendetwas nicht gut. Jetzt auf... Wisst ihr was? Egal. Es ist wirklich
Egal. Aber okay. Ich brauche jetzt erstmal hier einen Holztyp, der einigermaßen nach was aussieht. Ich glaube, das andere Holz sah doch dann besser aus. Ja, also wirklich, das sieht echt eigenartig aus. Wartet mal kurz, ich muss das mal kurz überprüfen. Ich glaube ja nicht, aber naja. Es bewirkt wenigstens was, und zwar, dass sie ausgesperrt sind. Oder eingesperrt, je nachdem. Nein, das wollte ich nicht machen, sondern das ist der Wunsch. Ja, der ist immer noch da. Wirklich? Okay, da kaufe ich halt eben was für 500. Wie wär's mit einem neuen Fonzen? Hätte nichts dagegen. Den weg und ein neuer muss her. Und zwar, einen gleich guten oder... Ach, wisst ihr was? Gleich einen guten her. Muss ich mir wenigstens darum gar keine Gedanken mehr machen. Was eigentlich ein Vorteil ist, wenn ihr mich fragt. So. Dieses Holz nämlich natürlich. So, geht doch. Wie... Okay, ich speichere jetzt mal vorne ab. So. Sieht interessant aus. Das war gelogen. Ich meine, das sieht scheiße aus. So. Okay, wie sieht's aus mit Metall? Das dürfte viel lustiger sein. Ich glaube, das wird noch nicht angezeigt. Okay, das sieht ein bisschen eigenartig aus. Okay, das hier. Hätte ich mir denken können. Das hier. Ist wirklich verchrominisiert, falls es ein Wort ist. Wie wär's mit Gold? Okay, ich glaube, das wäre keine gute Idee. Das auch nicht. Das sieht aus, als wäre gerade eben von einem Mülldeponie gekommen. Ja, das ist doch ein sehr netter Stil, muss ich sagen. Verdammt. Ja, Holz, genau. Nein, Spaß, verschiedenes. Weiß, ich glaube nicht. Okay, also die Farbe sieht jetzt mal wirklich matt aus. Okay, dann eben zurück wieder zu Plastik. Wo ist es? Plastik und Gummi. Ich glaube ja nicht. Ja, okay, das sieht schon viel besser aus. Ja, okay. So, Leute, willkommen zurück. Ja, wie soll ich sagen, ich musste kurz die Aufnahme abbrechen, aber ich weiß noch ungefähr, wo ich war, deswegen schätze ich mal, soll es kein Problem werden, denke ich ja mal. Aber okay, jetzt war ohne Scheiß, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Okay, ich bin schon hier, das weiß ich, aber wisst ihr was? Ist egal. Ich finde schon irgendwie zurecht. Okay. Er ist gleich mit dem Gemälde fertig. Okay, gut. Dann kann er nämlich gleich Müsli essen. Und danach aufräumen. Ganz schöne Sachen eben. Wirklich klassische Musik. Okay, ich kann diesen Geschmack verstehen, aber... Ich bin gerade eher auf Indie getrimmt. Aufräumen, okay. Ist schon eingeplant, sehr gut. Danach kann er nicht duschen gehen, wenn es nicht der Kleine schon vor... Oh mein Gott. Okay, hat's vor, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. So, er kann danach Fernsehen schauen. So. Ich glaube... Ach Gott, jetzt weiß ich, was ich hätte mir zulegen können. Geschirrspüler. Aber okay, jetzt habe ich wieder 1719 Simoleons. Verdammt, sage ich nur. Ist in letzter Zeit ziemlich viel, wenn man sich's mal so überlegt. Ich muss ja wirklich hinzufügen, was mich ja ein bisschen bei dem Sims 3 Update genervt hat. Und zwar, damals konnte man so machen, dass man das nicht als Karriere starten muss. Man konnte trotzdem diese immensen Summen, jedenfalls man konnte diese immensen Summen auch so verdienen, ohne jetzt irgendwie das als Karriere zu haben. Ich vermisse das manchmal. Danach wurde es ja so gepatcht, so viel ich noch weiß, dass man weniger Geld kriegt. Und danach, glaube ich, war es mit der Karriere so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber... Oh mein Gott, ich drehe gleich durch. Okay, nie erfahren. Aber ich glaube wirklich, dass es so... Stimmt ja, das habe ich vergessen.
Gut, das habe ich ja total vergessen. Aber okay, dann stürze ich mich gleich drauf, mal ein Bild und mal schauen, um wie viel ich mehr kriege als von meinem Standardbild her gesehen. Oh, ein Teddybär, wie süß. Ein Objekt kaufen, Stofftier. Ja, da sprechen ein paar Sachen dagegen, wie zum Beispiel ein paar Wünsche, wo klein wenig mehr wert sind. Techtelmächtel. Was macht denn die? Oh Gott. Okay, sie hat Hunger und kocht sich selber was. Ich habe kein Problem damit, aber dass er eigentlich schon Level 3 ist, wusste ich. Also nein, ich wusste es nicht, okay? Hoffentlich seid ihr jetzt glücklich. So. Okay, nimm den Teller und dann schnell in den Kühlschrank. Ja, okay, wenigstens hat sie was zum Essen gemacht. So. Ein neues Rezept lernen? Nö. Ist alles überbewertet. Ah, nicht, sonst passt... Oh. Ich weiß, dass ich gleich erfüllen könnte. Oder hätten beide sogar etwas da vorne. Ja, das wäre genial. Vor allem im Baumhaus. Ich glaube, jetzt habe ich es wirklich offensichtlich... Wer wird angerufen? Warte mal. Der? Nein. Sie. Rangehen. Wer zum Teufel ist das? Aber okay. Ja, warum nicht? Nein, danke. Nimm ab, um danach Nein zu sagen. Also das ist wirklich gut. Baby machen mit. Oh Gott. Das arme Kind. Ohne Scheiß. Das arme Kind. Das ist echt krass. Aber okay. Solange sie nicht im Baumhaus schlafen, ist eigentlich alles okay. Muss ich ja hinzufügen. Okay, ihr beiden habt mal schön Spaß, während die einfach durch eine Tür und zugeht. Zu eine Tür. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu gesagt habe, also als Tür. Deswegen... Okay, ich gewusst, dass ein Baumhaus so wackeln kann, aber okay. Ja, okay. Hat's jetzt mit dem Baby funktioniert? Was zur Hölle? Aua! Ausgelassener Spaß in der freien Natur verleiht dem Liebesleben neuen Schwung, aber Splitter im Allerwertesten tun echt weh. Wirklich alle beide? Okay, das ist irgendwie original. Das muss ich wirklich hinzufügen. Okay, dann können die eigentlich auch schlafen gehen. So, schlafen. Und ratet, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, dass er... Oh Gott, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Komm, mach die Hausaufgaben noch schnell. Du schaffst es. Aus dir wird ein guter Student. Okay, das habe ich jetzt wirklich mit Bezweiflung gesagt. Okay, bis jetzt ist es noch nicht 1 Uhr. Wenigstens etwas. So, aber jetzt schnell ins Bett mit ihr. Tut mir leid, aber wenigstens hast du jetzt den ganzen Tag Fernsehen gesehen. Es ist doch jetzt... Du sollst schlafen gehen. Ich weiß nicht, was ich eingestellt habe, aber du sollst schlafen gehen. Okay, bevor ich irgendetwas vergesse. So, und zwar sie. Wenn sie aufsteht, tut sie erstmal Reste essen, und zwar klebrige Carbonara. Warum nicht? Danach Toilette. Okay, sehr gut. Danach duschen und danach endlich Fernsehen gucken. Er tut einfach nur mal kurz was essen, und zwar klebrige Carbonara. So, und danach weitermalen. Ist doch echt süß. So, und er ist ziemlich am Arsch. Ja. So, erstmal aufstehen. Aufstehen, so. Ja, warum nicht? Dann kann ich ja das wieder entfernen. Obwohl ich jetzt kaufen könnte, das ist auch etwas, was ich hätte echt beachten sollen. Aber okay, ach, warum will er denn mit ihm reden? Kann ich jetzt gar nicht verstehen. Ja, okay, deswegen würde ich sagen, da liegt wirklich was dran. So, entfernen, und wenn er aufsteht, kann er erstmal was essen. Wer zur Hölle ist jetzt das?
So. Ich bin hier ein ganz klein wenig verwirrt. So, benutzen, duschen und danach Fernsehen. Er klingelt bei mir. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich ignoriere es mal. Der größte Grund ist eigentlich, weil ich ihn nicht kenne. Zumindest denke ich, dass ich ihn nicht kenne. Okay. Wenn er schon ein Kind dabei hat, dann schätze ich mal, hat er nicht so viele böse Sachen im Sinne. Schätze ich ja mal. Aber trotzdem, what the fuck, ich kenne ihn nicht. So, jetzt mal ein bisschen vorspulen. Bald ich. Wo liegt denn das Problem? Oh, der ist abgehauen. Warum nicht? Okay, das war jetzt schon ein bisschen gemein von mir, aber trotzdem, das geht nicht. Ha! Ich habe schon gedacht. So. Du musst jetzt wirklich nicht das Geschirr waschen. Oh Gott. Okay, Handtrank kann er in der Schule erledigen, ansonsten duschen kann er leider nicht in der Schule erledigen. Außer, wenn sein Kopf in die Toilette reingesteckt wird. Das ist natürlich was anderes, gebe ich ja zu. Er kann aber auch im Bus reinmachen, warum nicht? Oh, die Aufnahmezeit. Also Leute, das war jetzt eine weitere Aufnahme von Sims 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.